willkommen zu meinem neuen Video. Heute wird ein weiterer Adventskalender gebastelt. Der zweite und auch letzte für dieses Jahr, weil ich einfach nicht die Zeit habe, noch mehr zu basteln bzw. mehr auszudenken. Die beiden Exemplare gefallen mir aber so gut, dass ich da auch schon ein paar von gemacht habe. Am Ende des Videos zeige ich euch noch eine andere Variante oder auf jeden Fall den Rohling einer anderen Variante von dieser Box, die ich euch jetzt zeige. Ich höre mal auf zu babbeln, ich zeige es euch direkt. Also, es ist dieser kleine Scheißer hier. Ich habe mich unglaublich schwer getan dieses Mal, gerade mit der Dekoration. Das fällt mir normalerweise nicht so schwer, aber ey, dieses Jahr, ich weiß nicht, ich habe da wirklich, bin dran verzweifelt. Und ich bin aber jetzt endlich fündig geworden. Ich finde es wirklich wunderschön. Also gefällt mir einfach richtig gut. Das ist eine super Haptik. Das ist halt hier so eine kleine Box, wie ihr sehen könnt. Ne? Also so groß hier ungefähr, gemacht aus einem 12x12 Papier. Und hier vorne mit Magneten verschlossen. Hier oben habe ich, ich habe mit einem Designpapier, also mit einem Paperpad gearbeitet. Hier so ein 7x, keine Ahnung, also so ein etwas höheres Paperpad. Und mit meinem Cardstock, den ich auch teilweise als Designpapier verwendet habe, weil ich das halt immer mache. Hier oben so ein bisschen dekoriert, aber das Coole kommt jetzt halt, wenn man es aufmacht. Ne? Ich mache es mal auf und dann sieht es so aus. Tada! Hier ist ein kleiner Bilderrahmen und hier unten ist halt eine Box mit 24 kleinen Boxen. Der passt leider nicht ins Bild, deswegen müssen wir das so machen. Also ihr seht, ich habe hier kleine Boxen kreiert. Ich habe das in den typischen Weihnachtsfarben gehalten, also Weihnachtsgrün, Lindgrün. Ich habe Weihnachtsrot verwendet und auch Schwarz, weil Schwarz gehört für mich irgendwie, dazu, ich weiß auch nicht. Ne? Und dann habe ich hier einfach kleine Sternchen ausgestanzt und Zahlen und dann seht ihr, kann man das Ganze hier oben einmal so öffnen. Ich habe das mit 3D-Schaumpads festgeklebt, weil es doch einfacher ist, dann die Box auch rauszuziehen. Wenn man das alles flach festkleben würde, ist es schon ein bisschen, also da braucht man schon Nägel oder dünne Finger, aber wenn man ein bisschen dickere Finger hat oder grobmotorisch veranlagt ist, dann wird es schon eine schwierige Geschichte. Also eher mit 3D-Schaumpads arbeiten und ja. Dann ziehen wir das Ganze mal runter. Hier habe ich einen Bilderrahmen quasi festgeklebt. Ursprünglich war geplant, das Ganze mit Licht zu versehen. Das hat bei einem Exemplar auch wunderbar funktioniert, weil es eine vernünftige Lichterkette war. Ich glaube, die hatte 15 Lichterle, so ein Draht mit 15 Lichterle. Und dann hatte ich aber nur noch gefühlt, ich weiß nicht, wie viele Lichter an dieser Lichterkette dran sind. Einfach zu viele. Ich habe es nicht mehr durchgefummelt bekommen. Deswegen ist das einfach jetzt ohne Licht passiert und es gefällt mir auch richtig gut. Also wie gesagt, das ist so ein Bilderrahmen. Da kann man auch von oben noch was rein, weiß ich nicht, was runterbaumeln lassen. Oder bei mir ist es jetzt einfach mit 3D-Schaumpads hier ein bisschen erhabener geworden im Hintergrund. Aber das, da kann man sich ja austoben, wie man möchte. Hier habe ich einen kleinen Schriftzug hingeplottert. Das habe ich selber gemalt. Also es funktioniert langsam. Das habe ich einfach getippt, weil da hört es dann auch. Da hört es dann auf, ne? Ja, hier unten diesen Stempel koloriert und ein paar Schneeflocken, Blümchen hingeklebt und das ist mein fertiges Exemplar. Das Ganze wird mit einem Magneten verschlossen, den habe ich hier vorne angebracht. Ja, und dann lässt sich das Ganze wunderbar verschließen und auch fürs nächste Jahr wieder neu bestücken und wieder hin, kann man wieder hinstellen. Das ist eine praktische Geschichte. Juli, ihr Lieben, ich würde sagen, ich höre jetzt auch mal auf zu babbeln, weil das Ding, also ich glaube, es geht lang genug. Und ja, also falls ihr den Kanal noch nicht abonniert habt, könnt ihr das jetzt natürlich gerne machen. Am besten auch direkt die Glocke aktivieren, weil, ja, ich weiß nicht, wann ich Zeit habe, Leute. Also ich bin ja froh, dass es jetzt Anfang Oktober hier mit den Adventskalendern geklappt hat. Aber so lade ich halt hoch, wenn es halt gerade passt. Deswegen ist eine Glocke immer praktisch. So, und jetzt würde ich sagen, starten wir mit den Materialien, die wir brauchen, um das Moped hier zu basteln. Und los geht's und viel Spaß. Für unser Konstrukt brauchen wir ein kleines bisschen Cardstock. Zuallererst benötigen wir ein Stück Cardstock in den Maßen 12x12 Inch oder 30,5x30,5 cm. Ich messe hier heute in dem Video komplett mit Inchangaben, weil das einfacher für mich war. Hier, ihr kennt ja mein Falzbrett, das hat nur Inchangaben und ich hatte keine Lust, das alles mit dem Lineal anzuzeichnen. Die ganzen Zentimeterangaben findet ihr aber auch unten in der Infobox. Also für die Box an sich ein Stück in 12x12. Mein Cardstock,
Die großen Cardstocke bei mir, weiß und schwarz, die sind von der Grammatur nicht so stark wie der Classic-Cardstock. Sprich, für eine Box jetzt nicht so geeignet. Deswegen möchte ich die ein bisschen stabilisieren. Und hierfür habe ich mir 4 Stücke Cardstock in schwarz zurechtgeschnitten, in Classic-Cardstock. Also nicht dieser strukturierte, sondern der ganz fuchsnormale glatte. Die Streifen messen 8 Inch mal 1/7. Und dann habe ich für außen schon mal quasi als Designpapier mein Weihnachtsrot zurechtgeschnitten. Das hat diese die strukturierte Seite und die glatte Seite. Und ich finde, ich arbeite einfach super gerne mit diesem strukturierten, weil das ja super edel aussieht, finde ich, ne? Also es ist ja Geschmackssache, aber ich persönlich finde das einfach super edel. Und ich habe mir immer ein bisschen Designpapier gespart. Cardstock ist ja immer ein bisschen günstiger als Designpapier. Apropos Designpapier, das hier wird in Kombination mit dem ganzen Konstrukt hier verwendet. Das ist von Simple Stories und heißt Make It Merry. Da wollte ich ursprünglich ein December Daily basteln, aber ich weiß nicht, ob ich das dieses Jahr schaffe. Und bevor das dieses Jahr gar nicht angebrochen wird, habe ich gedacht, komm, nimmst du das mal. So, für den Deckel habe ich ein komplettes DIN A4 Papier, in dem Fall in Schwarz und in Struktur, weil, wie gesagt, das finde ich einfach schön. Und für die Shadowbox im Inneren habe ich mir 4 Elemente in Weiß auch zurechtgeschnitten. Die messen 4 Inch mal 7/7. Und das war's eigentlich, bis auf die Boxen, aber das machen wir im Anschluss. Also erstmal müssen wir das hier mehr oder weniger fertig kriegen und dann können wir uns um die richtige Fleißarbeit kümmern. Also, wir starten erstmal mit der Falzarbeit. Es geht los mit dem Boxboden, also mit dem 12x12 Papier. Und hier wird einmal ringsherum bei 2 Inch gefalzt. Also für die Stabilisation im Innenbereich nehme ich mir diese 8 Inch Streifen zur Hand und lege die mit der langen Seite hier oben an und falze das Ganze einfach in der Mitte, und zwar bei 4 Inch. Weil wir gerade dabei sind, nehmen wir uns direkt den Deckel zur Hand. Ich lege das Ganze mit der langen Seite hier einmal an und falze einmal bei 2 1/4 und bei 10 3/8. Das ist hier. Und zu guter Letzt das Shadow-Element. Die werden erstmal alle gleich gefalzt. Und zwar legen wir die mit der kurzen Seite hier oben an und falzen bei einem Inch, bei 1,5, bei 2,5 und bei 3. Wie gesagt, das mache ich mit allen 4 Elementen. Und dann nehmen wir uns 2 von den gerade gefalzten Teilen, legen die mit der langen Seite hier oben an und falzen links und rechts bei einem Inch. Wir können das entweder drehen, ne, und links und rechts bei einem Inch falzen, oder ihr falzt direkt bei einem Inch und bei 6/7. Das ist das kleine Strichlein vor der 7. So, das machen wir bei 2 Elementen. Und hier auch. Zuallererst der Boxboden. Hier ziehen wir uns jetzt erstmal alle Falzlinien vernünftig nach. Und wir können jetzt schon das Designpapier fixieren. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, wie das im Innenbereich jetzt hier unten aussehen soll. Deswegen lasse ich das erstmal weg. Aber die Außenseiten möchte ich schon mal bekleben, weil dafür habe ich mir ja hier diese roten Elemente zurechtgeschnitten. Warte, das sind ja nur 3. Ich brauche 4. Wacht mal. Ich nehme mir jetzt einfach ein bisschen Flüssigkleber. Das könnt ihr auch mit doppelseitigem Klebeband machen. Das ist eigentlich vollkommen egal. Bringe hier ein bisschen auf der nicht strukturierten Seite an und klebe das jetzt auf die großen äußeren Flächen zwischen die Falzlinien. Und zwar so, dass ich ringsherum einen kleinen weißen Rand habe. Jetzt schnappen wir uns eine Schere und schneiden an eine der 4 Seiten diese Falzlinien ein, bis zu dem Punkt, wo sich die Falzlinien treffen, also am Knotenpunkt quasi. Und die gegenüberliegende Seite schräge ich mir so ein bisschen an. Das gleiche Spiel hier an der zweiten Falz, auch bis zum Falzknubbel und anschrägen. Jetzt drehen wir das Papier komplett um und wiederholen den Spökes. Falzlinie einschneiden
Seitenkante einschrägen. Und hier auch. Zack. Was habe ich denn hier gemacht? Doppelschnitt. Brauchen wir nicht. So, ich drehe es nochmal um und verwende jetzt mein doppelseitiges Klebeband. Und zwar hier auf diesen Klebelaschen bringe ich jetzt jeweils 3 Bahnen davon an. Also direkt hier unten vor der Falzlinie, am äußeren Rand und ein Streifen in der Mitte. Könnt das natürlich auch mit Flüssigkleber machen, aber ich mag das nicht so gerne bei so großen Klebeflächen. Ökidöki. Jetzt können wir das wieder umdrehen. Klebelaschen einklappen. Schutzfolienzeug abziehen vom doppelseitigen Klebeband. Und wenn hier irgendwo ein bisschen Kleber an der Seite überstehen sollte, dann klappt das einfach so nach innen. Problem gelöst. So, jetzt. Und jetzt verbinden wir die langen Seiten mit den Klebelaschen. Und zwar so, dass das hier an den Kanten schön Kante auf Kante klebt. Wenn nichts überguckt, also es sollte hier eine gerade Fläche sein, wenn ihr da mit dem Finger drüber fahrt. Auch. Und hier auch. Jetzt kommen diese Stabilisierungsstreifen zum Einsatz. Ich ziehe da überall die Falzlinie kurz richtig schön nach. Und dann starte ich, indem ich hier an der Außenseite Flüssigkleber anbringe. Und dann schiebe ich das hier in die Ecken. Und setze die quasi auf dem Falzlinienbobbel ab, sodass ich hier oben immer eine schöne, gleichmäßige, weiße Kante habe. Also das wird man jetzt wahrscheinlich nicht sehen, diesen Falzknubbel, aber wenn ihr davor sitzt, dann seht ihr das. Und dann habt ihr halt immer hier eine schöne Abschlusskante. Und das machen wir jetzt einmal ringsherum. Beim ersten ist es noch super einfach, den kann man quasi festkleben, wie man möchte. Bei den folgenden achtet immer so ein bisschen darauf, wie gesagt, dass ihr auf dem Falzknubbel landet und halt hier, wenn da an den Stellen, wo die sich so ein bisschen überlappen, dass das da auch bündig ist. Auf jeden Fall größtenteils bündig. Also ihr wisst ja, wie das läuft beim Basteln. Ne? Ist ja nicht immer hundertprozentig gerade alles, aber man kann sich auch ein bisschen Mühe geben. So. Und jetzt sind die, seht ihr, jetzt flabbelt hier nichts mehr rum. Jetzt ist das eine richtig schöne, stabile Box. Sieht gut aus und man hat hier direkt so Tricolor. Fand ich ganz praktisch. So, das können wir jetzt beiseite legen. Und wir widmen uns hier den Shadowbox-Elementen. Wir ziehen hier erstmal alle Falzlinien vernünftig nach. Ihr könnt jetzt schon das Designpapier festkleben. Ich mache das noch nicht, weil ich nicht weiß, wie das aussehen soll letztendlich. Aber wenn ihr das jetzt schon mal festkleben möchtet, dann immer hier auf den mittleren Streifen, wenn man das jetzt sieht, immer hier auf den breiten mittleren Streifen und gegebenenfalls auch hier auf die angrenzenden schmalen Bereiche, wenn ihr die Seiten auch mit Designpapier verblendet haben möchtet. Wie gesagt, ich mache das im Anschluss und ich denke auch, dass ich nur diesen mittleren Streifen bekleben werde. Die beiden Elemente, wo wir hier an der langen Seite nichts gefalzt haben, die können wir eigentlich auch schon zusammenkleben. Wie ich das mache, ist folgendermaßen. Ich klappe das an der zweiten Falzlinie von unten einmal nach oben und ich gucke, ob das Papier vor der Falzkante liegt und ob sich das hier vernünftig umknicken lässt. Wenn das nicht der Fall ist, dann schneidet einfach noch einen ganz kleinen Streifen hier weg. Manchmal passt es, manchmal nicht. Also, ihr wisst ja, wie das läuft, ne? So, jetzt können wir das nochmal probieren. Und jetzt passt das wunderbar. Sprich, ich klappe das wieder auf und bringe Kleber hier auf diesem äußeren Element jetzt an. Und dann klappe ich das Ganze einfach zu. Und so. Da haben wir das erste Element. Das wiederhole ich jetzt auch hier mit dem zweiten. Und hier passt es eigentlich ganz gut. Deswegen muss ich hier groß nichts wegschnibbeln. Also Kleber drauf.
umklappen. Bei den zwei Mopeds müssen wir ein bisschen was schnibbeln. Und zwar hier an den Seiten. Ich habe vergessen, die umzuklappen. Das geht wie folgt. Wir schneiden die ersten zwei Rechtecke komplett raus. Sprich, ich setze die Schere hier unten an der Falzlinie an, bis zu dem Punkt, wo die sich treffen. Und dann setze ich die Schere ein bisschen schräg an und schneide diagonal durch das Rechteck hier, oder Quadrat ist es ja schon fast, bis hier hoch zum Falzlinienende. Einmal so. Und jetzt gehe ich von hier oben von der Falzlinie, mache ich einen diagonalen Schnitt durch das Quadrat runter zur nächsten Falzlinie. Und dann sollte das so aussehen. Hier wiederholen wir genau das Gleiche. Einschneiden, diagonal das Quadrat trennen und hier auch nochmal. Zack. Und dann haben wir sowas. Hier auch nochmal flott. Ich achte darauf, dass ich die Falzlinie rausschneide. Sprich, ich schneide links entlang der Falzlinie, dass ich die im Anschluss gar nicht mehr sehe. Und trenne. Jetzt machen wir genau das Gleiche wie bei den anderen beiden Teilen. An der zweiten Falzlinie klappen wir das Ganze nach oben. In meinem Fall ist die komplette Falz hier oben bedeckt. Also nehme ich mir nochmal die Schere zur Hand und schneide mir das ein kleines bisschen kürzer. Ist wirklich nur, seht ihr, nur so ein ganz kleines Fizzle-Ding. Aber das sieht besser aus. Und jetzt bringe ich hier auf dem Element, nicht auf den Dreiecken, sondern wirklich nur auf diesen mittleren Balken, Flüssigkleber an und klappt das zu. Jetzt können wir das hier auch schon verbinden. Ich nehme mir wieder ein bisschen Flüssigkleber zur Hand und eins von diesen abgeschrägten Elementen und ich bringe hier auf diesen Dreiecken, aber im Innenbereich, als auch hier auf dieser Rückwand Flüssigkleber an. Zack. Und dann schneide ich mir hier so ein gerades Element, schiebe das hier rein und schiebt das an die Rückwand von dem abgeschrägten Ding. Da muss man ein bisschen gucken. Ihr könnt euch auch irgendwas Rechteckiges hier einmal so reinstellen, um zu gucken, ob ihr gerade seid oder nicht. Also ich habe es noch nie 100% akkurat gerade da reingekriegt. Vielleicht gibt es auch irgendeinen Trick, aber ich kenne ihn nicht. Aber das tut's. So, jetzt wieder ein bisschen Kleber auf die andere Seite in den Innenbereich von dem abgeschrägten. Auch hier an die Rückwand und auf die andere Seite. Und dann nehmen wir uns den nächsten geraden Balken quasi und auch den schieben wir jetzt hier so rein. Das sieht eigentlich ganz gut aus. Also hier vorsichtig drüber rubbeln. Also hier braucht ihr auch echt einen Kleber, der gut anzieht, der schnell anzieht, dass euch das hier auch im Anschluss nicht verrutscht oder so. Das wäre natürlich super ärgerlich. Das ist mir auch schon ein paar Mal passiert. Jetzt zu guter Letzt das letzte abgeschrägte Element. Und da bringe ich direkt auf beiden Seiten Flüssigkleber an. Also einmal hier und direkt auch hier. Und jetzt schiebe ich die Elemente hier so rein und halt das hier mit den Händen, mit den Fingern so ein bisschen gedrückt und rubbel mit dem Zeigefinger hier über die Dreieck in der Hoffnung, dass es gut anzieht. Das gleiche auch noch mal von der Rückseite und dann habt ihr einen richtig schönen Bilderrahmen. Wir machen jetzt erstmal weiter mit den kleinen Boxen, weil das Zusammensetzen von Deckelkonstrukt mit Box einfacher ist, wenn die kleinen Boxen schon in der Box selber drin sind. Ich habe mir jetzt hierfür Cardstock zurechtgeschnitten in folgender Farbkombination. Ich verwende auch hier wieder meinen strukturierten Cardstock, Tannengrün, Lendgrün, Weihnachtsrot und Schwarz. 23 Stück insgesamt. Was für eine Farbkombination ihr euch raussucht, ist ja vollkommen egal. Passt halt zu meinem Designpapier und deswegen ist es die geworden. Und ich habe eine kleine Box für die 24. Da brauchen wir ein Stück Designpapier, das etwas größer ist. Wird quasi eine Doppelbox. Das hier misst 6,5 x 4,5 und das 6 x 6,5 Inch. Wir starten mit der kleinen Box.
Hierfür lege ich das Papier mit der langen Seite hier oben an der Kante an und starte die Falzerei bei 1,5, bei 3, bei 4,5 und bei 6 Inch. Und jetzt drehe ich das Ganze auf die kurze Seite und falze bei 1,5 und auch nochmal bei 3. Nee, das stimmt nicht. 3, weil das war 3,5. Jo, das mache ich jetzt 23 Mal. Wenn ihr damit fertig seid, widmen wir uns der großen Box. Zuerst lege ich auch hier wieder die lange Seite an, also die 6,5 Inch Seite und falze bei, lass mich gucken, 1,5, bei 3, bei 4,5 und bei 6. Drehe das Ganze dann auf die kurze Seite und falze bei 1,5 und bei 4,5, also links und rechts quasi bei 1,5. So, jetzt können wir das Ganze zusammensetzen. Ich starte jetzt hier mit der kleinen Box, ziehe mir hier alle Falzlinien einmal richtig schön nach. Dann schnappe ich mir eine Schere und ich sehe zu, dass dieser schmale Klebebereich oder Laschenbereich nach unten zeigt. Und ich zeige euch jetzt, wie genau ich das einschneide. Also zuallererst müssen wir diese äußeren Elemente entfernen und das Innere direkt anschrägen. Sprich, ich schräge das an Richtung Mittelpunkt, wo die Falzlinien sich treffen und schneide das hier, dieses Element, komplett raus. Das Gleiche wiederhole ich auf der anderen Seite. Einmal so. Dann schneide ich hier alle Falzlinien ein bis zu dem Punkt, wo die sich mit der anderen Querfalz trifft. Das mache ich auf der linken als auch auf der rechten Seite. Also das ist jetzt so die Variante, wie ich das am schnellsten bei 23 Boxen geschafft habe. Zusammen mit meinem Mann, weil ich habe es nicht alleine gemacht. Ich hatte keinen Bock mehr. So, jetzt sehe ich zu, dass die Stecklasche nach oben zeigt. Und die zweiten Quadrate klappe ich mir jetzt ein. Ich setze jetzt die Schere hier an und kürze mir diese Elemente. Ungefähr einen Zentimeter. Das sind jetzt halt Klebe- oder auch Einstecklaschen. Das ist jetzt Pi mal Daumen gemacht, ne? So, das Gleiche wiederhole ich auch an der anderen Seite. Einmal so. Einmal so. Und jetzt müssen wir noch ein bisschen was anschrägen. Und jetzt starte ich hier an der rechten Seite. Die Einstecklasche ist auf der linken. Ich schräge jetzt hier die äußeren Kanten einmal an. Zack. Und hier in der Mitte schräge ich das Ganze auch an, einmal links, einmal rechts. Und zwar so, dass jetzt hier so eine Art Dreieck entsteht. Und dann schräge ich das hier auch nochmal an. Umdrehen und wiederholen. Ich schräge an, ich mache das Dreieck raus. Also ich schneide das Dreieck hier raus. Und das war's. Ich habe es ja schon gemacht. So, und so sollte das Ganze dann letztendlich aussehen. Ich mir pro Box immer 4 kleine Quadrate Designpapier zurechtgeschnitten. Mir fällt jetzt gerade nur die Zentimeterangabe ein, sind 3,5 mal 3,5 cm, weil ich nur die Seitenwände verblende. Wenn ihr jetzt auch den Deckel verblenden möchtet, dann braucht ihr 5 davon. Ich drehe das Ganze jetzt hier einmal um und festgeklebt wird das Designpapier hier quasi um den Boden herum. Ja, wenn ihr jetzt irgendwas mit Motiv habt, dann müsst ihr immer zusehen, dass das Richtung Boden guckt. Also sagen wir mal ein lachender Tannenbaum, dann muss der Tannenbaum immer schön nach innen zeigen. Dann schnappe ich mir jetzt hier ein bisschen Kleber und klebe das schon mal fest, weil das ist bei so kleinen Boxen auf jeden Fall ja, einfacher. Das klebt jetzt soweit, jetzt drehe ich das Ganze um und jetzt können wir die Box auch schon zusammenfügen. Klappe hier diese kleinen Klebelaschen einmal ein. Und bringe da auch Flüssigkleber drauf an. Einfach, weil ich den jetzt gerade hier habe und weil es um einiges schneller geht, als ich jetzt auch noch das Klebeband abzureißen. Alfuchs, weil es sind halt viele Boxen. So, ich bringe überall Kleber an. Und dann verbinde ich das mit den angrenzenden Seiten. Und zwar so, dass das hier schön Kante auf Kante liegt, einen vernünftigen Abschluss oder einen hübschen Abschluss gibt. Und dann drücke ich das fest. Ringsherum. Verschlossen wird das jetzt, indem wir hier diese Elemente einklappen und einfach hier
reinstecken. Und da fällt nichts raus. Das ist jetzt natürlich ein bisschen blöd. Wir kriegen das nicht vernünftig auf. Deswegen schnappe ich mir hier so eine... warte, wo ist die? So eine Mini-Kreisstanze. Eine von EFCO, hat einen Durchmesser von 1,6 cm. Und das lege ich jetzt hier einfach, schiebe ich in die Box. Also das ist quasi schon mittig. Ihr könnt es nicht nach links oder nach rechts schieben. Und ich stanze mir nicht den kompletten Kreis aus, sondern nur so einen Halbkreis. Und dann hat man hier, dann weiß man zum einen, wo es aufgeht, und man kriegt es vernünftiger geöffnet. Dann geht es weiter mit der großen Box. Hier machen wir im Endeffekt genau das Gleiche. Also wir ziehen uns alle Falzlinien einmal nach. Ich starte wieder hier oben an diesem schmalen Bereich, schneide die Falzlinie ein und schräg das direkt ab. Hier oben zu der Faltlasche hin quasi. Und das Gleiche wiederhole ich auf der anderen Seite. Jetzt schneide ich hier erstmal alle Falzlinien ein. Jetzt klappe ich die, also diese Einstecklasche zeigt jetzt nach oben. Das vorletzte Element klappe ich zusammen. Und jetzt mache ich, also wir machen genau das Gleiche einfach. Ich schneide jetzt hier auch wieder ungefähr, kürze ich das Ganze auf einen Zentimeter. Pi mal Daumen. Und hier auch. Und dann sehe ich zu, dass die Einstecklasche nach links zeigt und starte mit der Abschrägerei. Und zwar einmal hier. Dann gehe ich weiter zu der mittleren Falz, schneide mir hier ein Dreieck raus und das äußere Element auch nochmal anschrägen. Und übertragen auf die gegenüberliegende Seite. Anschrägen, Dreieck raus und am Ende anschrägen. Das war's. Hier klebe ich jetzt kein Designpapier drauf, weil ich damit was anderes später vorhabe, also in meinem Kopf auf jeden Fall. Deswegen klebe ich die Box jetzt schon mal direkt zusammen. Ihr könnt aber auch zuerst das Designpapier anbringen. Und auch hier genau das Gleiche, also Kleber auf die Klebelaschen, die wir vorher nach innen geklappt haben. Und das Ganze verbinden. So sieht das Ganze aus, wenn es dann fertig ist. Also dekorieren tue ich die im Anschluss, weil, boah, ich weiß ehrlich gesagt noch nicht wirklich, wie ich das machen möchte. Aber wir können jetzt zusehen, dass wir die Box hier einmal zusammenfügen. Hierfür nehmen wir uns das Deckelchen zur Hand. Und ich fahre jetzt hier einmal entlang der Falzlinien, die wir uns ganz am Anfang gefalzt haben. Und dann sieht das so aus. Wir haben jetzt hier ein langes Element und ein etwas kürzeres Element. Das hier ist das Klebeelement und wird später an der Box fixiert. Und das hier ist die Klebelasche. Und jetzt fällt mir gerade ein, wir hätten doch nur drei gebraucht. Das war schon richtig, weil das sieht man jetzt gleich eh nicht mehr. Aber egal. So, jetzt fixieren wir erstmal unseren Bilderrahmen hier drauf. Ihr könnt das Ganze, wenn ihr jetzt da irgendwie was Farbiges im Hintergrund haben wollt, könnt ihr den auch erst auf einem Stück, weiß ich nicht, farbigen Cardstock oder Designpapier oder so festkleben, das rundherum ausschneiden und dann hier drauf fixieren. Ich mache das allerdings alles im Nachhinein, also ich weiß noch nicht genau, was hier rein soll und so, und deswegen klebe ich das jetzt so fest. Wie wir das festkleben, ist folgendermaßen. Hier oben haben wir ja diesen Falzlinienknubbel. Und das Ganze hier muss ungefähr 2-3 mm vor dem Falzknubbel kleben. Und links und rechts haben wir ungefähr 4 mm Platz. Es kommt immer ein bisschen drauf an, wie man das Ding jetzt hier zusammengeklebt hat. Manchmal passiert es halt auch, dass der ein kleines bisschen sich verzieht oder so. Also es ist mir auf jeden Fall passiert. Dann hätte ich jetzt hier oben quasi den gleichen Abstand und nach unten hin würde der sich ein bisschen verändern. Das ist aber auch nicht weiter wild, weil es fällt einfach keinem auf, wenn man da ganz viel Glitzer und Steinchen und Schneeflocken und so drauf klebt. Also keine Panik auf der Titanic. Wichtig ist aber, dass ihr das hier oben gerade festklebt und das auch noch 2-3 mm vor dem Falzbobbel. So, ihr könnt euch das auch anzeichnen. Ich mache das jetzt alles Pi mal Daumen, weil ihr wisst ja, wie das läuft bei mir. Da habe ich einfach keinen Nerv drauf. So, ich bringe jetzt hier eine ordentliche Bahn Flüssigkleber an. So, und dann geht es los. Ich denke, das passt. Ich drehe es auch mal direkt um und rubbel hier von der anderen Seite drüber. Dögi dögi. Und dann, jetzt kommt die Stunde der Wahrheit, ob es letztendlich auch passt. Also ihr
lasst jetzt quasi den Bilderrahmen in eure Box gleiten. So, ja, dann sieht das Ganze von der Seite einmal so aus. Wenn ich jetzt hier hinten, das ist ja dieser Klebebereich, ja, wenn ich den jetzt komplett an den Boden drücke, dann merkt ihr, dass sich das hier ein bisschen lupft. Und das ist auch gewollt. Also mein Deckel soll ein kleines bisschen höher gehen, ja, inklusive Bilderrahmen, als es letztendlich passen würde, weil ich hier mit 3D-Schaumpads arbeiten möchte. Wenn ihr das nicht macht und ihr klebt da einfach nur eine Zahl drauf oder so, dann könnt ihr das im Endeffekt dann auch einfach ein bisschen abschneiden und quasi bündig zum Schreibtisch machen. Aber in meinem Fall, seht ihr, so wäre es jetzt bündig. Ich habe dann hier unten so ein Stück was überguckt. Das ist ungefähr ein Viertel. Aber in meinem Fall sollte das dann so sein. Oh, jetzt sind die Boxen verrutscht. Jetzt geht es gerade nicht. Wartet mal eben. Genau, also ich schiebe das hier dran. Und dann lupft sich meine Box automatisch so. Also deswegen habe ich auch die Seiten nicht beklebt, so dekotechnisch, weil dann fällt es halt auch überhaupt nicht auf. Ne? Ich möchte das allerdings jetzt noch nicht festkleben, weil ich erst dekoriere, und zwar meinen Innenbereich. Wenn wir das aber später festkleben, machen wir das wie folgt. Also wir lassen das hier rein. Also wir lassen das hier reinfallen, dieses Bilderrahmenelement. Dann drehe ich mir das mit dieser Klebelasche nach oben. Und dann bringe ich Kleber hier auf diesem kompletten Bereich an. Deswegen sage ich, das Element hätte man eigentlich gar nicht festkleben müssen. Das rote, es ist jetzt verschwendetes Papier, aber es ist halt jetzt gerade so. Ne? Also hier ordentlich Kleber drauf. Dann stelle ich die Box hin, klappe das hier nach unten. Und zwar vorsichtig, sodass sich das hier unten, das Papier nach oben lupft und es soll bündig abschließen. Und dann drücke ich das mit der Handfläche fest. Und so gehe ich sicher, dass hier oben das Ganze einen bündigen, einen kleinen Abstand zu meinen Boxen im Inneren hat. Und dass hier unten aber trotzdem alles bündig abschließt und vernünftig stehen kann, wenn ihr wisst, was ich meine. So, wie gesagt, ich werde das jetzt erstmal alles dekorieren. Dann klebe ich den Deckel fest und ich würde sagen, dann zeige ich euch das fertige Endergebnis. Leute von heute, es ist vollbracht. Ich bin fix und fertig. Ich kann es nicht erklären, aber es fiel mir unglaublich schwer, das ganze Moped hier zu dekorieren. Keine Ahnung warum, manchmal hat man ja so eine Blockade und weiß, ich bin noch nicht so richtig im Weihnachtsflow irgendwie, obwohl jetzt nach dem Kalender bin ich voll drin, auf jeden Fall. Aber gerade im Innenbereich ist es mir echt schwer gefallen. Aber ich habe eine schöne Lösung gefunden, es gefällt mir sehr gut und ich starte jetzt mal mit der Erklärung, was ich hier so alles gemacht habe. Also, ich habe Schneeflocken ausgestanzt und hier diese Blümchen. Das ist eine Stanze von Lawnfond, die habe ich mir letztes Jahr mal gekauft und die benutze ich eigentlich das ganze Jahr über. Ist eigentlich ein Weihnachtsstern. Wenn man es jetzt in Rot und Gold macht, dann sieht man auch, dass es ein Weihnachtsstern ist. Ansonsten sieht es halt aus wie eine hübsche gestitchte Blume. Und habe ich dreimal ausgestanzt insgesamt, auch auf 3D-Schaumpads geklebt, damit hier ein bisschen was drauf passiert. Genau wie dieses kleine Bildchen, das habe ich aus dem Paperpad, genau wie diese Hintergrund, wie diese Hintergrundmatte quasi. Das ist auch einfach ein komplettes Papier aus dem gleichen Paperpad, mit dem ich hier gearbeitet habe heute. Auch das habe ich auf 3D-Schaumpads geklebt und ja, so ein bisschen Gold, ein bisschen Rot, damit es halt nicht zu überladen ist, aber trotzdem ein bisschen weihnachtlich. Und da fand ich das eigentlich ganz schön. Aber jetzt kommen wir mal zum Innenbereich. Ne? Nee, wir starten erstmal hier vorne. Hier vorne habe ich Magneten angebracht, also einen eigentlich, damit das hier unten auch vernünftig schließt und nicht die ganze Zeit hochflappt. Ja, ich habe das so festgeklebt, wie ich euch das vorher erklärt habe. Ne? Also ich habe zugesehen, dass hier quasi so ein halber Zentimeter Platz zwischen Deckel und Boden ist quasi. Und dann habe ich das halt hier an der Seite, wie gesagt, fixiert mit dem Magneten. Und jetzt geht's los. Wenn wir das hier aufmachen und aufklappen, dann sieht das so aus. Ja, man sieht es ja gar nicht komplett, ne? Das ist natürlich jetzt richtig geil. Dann fange ich mal hier unten an. Also das sind meine Boxen und ihr seht, es ist ganz einfach geworden. Ich habe hier einfach auf die Boxen dieses Goldpapier geklebt. Das ist so ein kleiner Block, den habe ich mal, boah, das ist bestimmt schon 4 Jahre, 5 Jahre her, irgendwann mal bei Dani Pois gekauft, war auch eigentlich ein Fehlkauf und jetzt ist er dann mal zum Einsatz gekommen. Ich weiß noch, dass der von We Are Memory Keepers ist. Das war für irgendein Stanzbrett, aber fragt mich nicht was. Und ich kann euch auch nicht sagen, wie das heißt, aber diese Goldkraftpapiere gibt es ja auch beim Teddy und. Also da muss man sich nur mal ein bisschen umschauen, da wird man bestimmt fündig. Ich fand es auf jeden Fall ganz cool.
in Kombination mit meinem Rahmen. Den habe ich nämlich in Holzoptik gestaltet. So, und dann habe ich hier einfach in Schokobraun habe ich diese kleinen Sterne ausgestanzt und dann die gleichen Farben, die ich auch für die Boxen verwendet habe, weil ich hatte da noch ein bisschen Restpapier übrig und wir wollen ja nichts verschwenden. Da sind dann die Zahlen draus entstanden. Weil ich bei den Boxen relativ wenig Rot hatte, habe ich jetzt bei den Zahlen ein bisschen mehr Rot genommen. Und hier bei dieser großen Box habe ich die 24 in Schwarz ausgestanzt. Ja, und ich habe das mit einem 3D-Schaumpad festgeklebt, weil es, wenn man jetzt nicht unbedingt Nägel hat oder auch dickere Finger oder so, wird es dann schon schwierig, hier an der Box zu ziehen. Man könnte das mit einem Schleifchen verzieren, aber es muss irgendwas Höheres sein, damit man da auch, damit man die Box hier vernünftig rauskriegt. Und so war das für mich die perfekte Lösung. Und dann ziehe ich das jetzt mal runter und dann ist das das hier. Also herrlich. Ja, also hier im Hintergrund seht ihr das gleiche Papier wie auch hier vorne. Ich fand das einfach ganz toll und das, die, weiß ich nicht, das hat mir einfach gefallen. Einfach diese Streifen. Und das passte ganz gut zu dem Stempel, den ich mir rausgesucht habe. Und ich fand auch, dass der Schriftzug dann besser kommt. Also das hier habe ich mit dem Plotter gemacht. Man muss das Ding ja auch ab und zu mal zum Einsatz bringen, ne? Also hier, Have Yourself a Merry Little Christmas. Man kann da ja einfach was eintippen und dann quasi so groß ziehen, wie man es braucht und dann ausplottern. Und ich habe das Ganze kombiniert mit diesem Christmas-Schriftzug. Den habe ich einfach selber geschrieben, auch mit dem iPad. Und dann habe ich das da so, ja, versucht zu kombinieren und das ist halt dabei rausgekommen. Es ist relativ mittig geworden, weil ich kenne mich mit dem Ding ja auch noch nicht so aus, ne? Aber das gefällt mir ganz gut, auch gerade mit diesem Glitzer im Hintergrund. Ich habe einfach, wie gesagt, goldenes Glitzerpapier dahinter geklebt, damit man es auch erkennt. Und hier unten sind die kleinen Scheißer endlich zum Einsatz gekommen. Ich war nämlich auf dem Speicher und habe meine ganze Weihnachtssachen runtergeholt. Und den Stempel habe ich letztes Jahr gekauft, aber ich habe den nie verwendet. Und ich habe gedacht, das ist ja jetzt der perfekte Augenblick, ne? Ja, dann noch ein paar Schneeflocken, hier noch ein paar Blümchen im Hintergrund. Und das war's auch eigentlich. Fertig war das Ding endlich. Ich habe hier Freudensprünge gemacht. Hier seht ihr auch den Magneten. Also auf der Seite sieht man den. Von der Unterseite habe ich im Nachhinein halt Papier drüber geklebt, damit es nicht direkt auffällt. Ja, und das war's dann, ey. Ich habe wirklich, ich habe hier einen Freudentanz gemacht. Ich bin direkt zu meinem Mann gerannt, weil der war ja beteiligt an diesem Ding. Der hat ja Boxen mitgebastelt. Das merkt man auch ein bisschen. Das war das erste Mal, dass er gebastelt hat, ne? Und die ein oder andere Box, die schließt jetzt auch nicht vernünftig, aber ist auch egal, weil es ist selbst gemacht. Also hier seht ihr zum Beispiel bei der 7, da drückt es manchmal ein bisschen ein, weil er nicht so richtig hier auf Kante geklebt hat. Aber was soll es, ne? Also wie gesagt, handgemacht. Er ist da auch sehr stolz drauf und das kann er auch sein. Und er hat gemerkt, was das für eine Schweinearbeit ist, 24 Boxen basteln. Ich war froh, dass ich es nicht alleine machen musste. Ich habe mit meinem zweiten schon angefangen und da wollte ich euch nur ganz kurz zeigen, was man auch noch machen kann. Also ich habe jetzt hier, weiß nicht, ob man das gut erkennen kann, aber ich habe hier in diesen Rahmen quasi Löcher eingestanzt. Ja? Und da habe ich, also bevor ich diese Elemente zusammengeklebt habe, habe ich Löcher reingestanzt, einfach mit so einer Lochstanze. Ich habe eine Crocodile und die hat zwei unterschiedliche Größen, das ist ganz praktisch. Und dann habe ich immer, dann habe ich das Ganze mit Licht verziert, also versucht zu verzieren. Also ich habe hier hinten noch so ein Mini-Konstrukt gebastelt und da, gut, das muss ich jetzt mal eben festhalten. Und da ist halt hier dieses Plastikpunöppelchen drin, wo man die Lichtgelande an- und ausmacht. Und das wird man jetzt nicht gut erkennen, aber ich habe vor dem Festkleben, also Zusammenkleben von diesem Element, immer ein Stück von der Lichterkette durchgezogen und das Ganze festgeklebt. Durchgezogen, festgeklebt, durchgezogen, festgeklebt. Und ich habe darauf geachtet, dass die Lichterkette hier rauskommt, dass ich das Licht direkt hier an der Seite quasi hier reinbringen kann. Und ist natürlich ein super Effekt. Und wenn man das irgendwo hinstellt, ja, ist schade, dass man das jetzt nicht so erkennen kann, ne? Aber warte mal. Macht natürlich auch richtig viel her, also erkennt man jetzt auch nicht. Aber da ist ein Lichtchen und generell leuchtet es halt. Der Wille war da, Leute. Also das ist auch eine Option, die man machen kann. Macht natürlich um einiges was her. Lasst euch nur gesagt sein, nehmt so eine Lichterkette mit, boah, wenig Lichtern. Also ich habe hier zwei Batterien drin. Ich kann euch jetzt gerade nicht sagen, wie viele Lichter das sind. Aber es sind nicht so viele wie zum Beispiel dieses Element hier. Ich habe keine Ahnung, wie viele Lichter da drin sind, aber da hat der Block auch drei Batterien und das kriegt man einfach nicht hier rein und vernünftig zugeklebt. Da bin ich dran verzweifelt. Aber das ist noch eine Option, das wollte ich euch noch zeigen, weil sieht halt richtig schick aus und ja, hat halt ein Licht.
hat halt ein integriertes Licht, Leute. Das ist natürlich direkt eine Ecke cooler. Aber das hier tut's natürlich auch. So, ihr Lieben, das war's für dieses Jahr mit den Adventskalendern. Mehr werde ich nicht schaffen. Und ich habe auch ehrlich gesagt keinen Bock mehr. Ich möchte mich auch noch ein bisschen auf andere Weihnachtsprojekte konzentrieren und auch ein bisschen, also das war schon Stress. Da muss ich sagen, das war schon echt Stress. Und bin froh, dass es vorbei ist. Ich hoffe, euch gefällt's. Und wenn es euch gefällt, dann könnt ihr mich verlinken bei Instagram, wenn ihr irgendwas nachgebastelt haben solltet. Oh, würde ich mich sehr freuen, weil das ist immer schön, wenn man merkt, okay, das hat sich gelohnt. Ne? Gut, ihr Lieben. Die ganzen Maßangaben in Inch und in Zentimetern findet ihr unten in der Infobox. Alles, was ich verwendet habe, findet ihr auch unten in der Infobox. Ich verlinke euch meinen Online-Shop für das Papier. Könnt ihr, falls euch irgendeine Farbe gefallen hat oder so, könnt ihr da sehr gerne shoppen gehen natürlich. Ne? Aber das ist auf jeden Fall Papier, was ich für diese ganzen Projekte auch empfehlen kann, weil ich selber damit arbeite. Und ansonsten verlinke ich euch, wie gesagt, noch die Produkte, die ich hier verwendet habe. Alles mit einem Sternchen ist ein Affiliated-Link, alles ohne Sternchen eben nicht. Und jetzt werde ich mich auf die Couch legen, euch viel Spaß beim Zugucken wünschen und würde sagen, macht es gut, schwingt den Hut. Wir sehen uns bei meinem nächsten Video. Und tschüss.